Moin meine Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen wieder hier auf Nerd Taste und es dreht sich heute alles um Child's Play, nämlich das Remake oder das Reboot kann man ja so sagen zu Chucky. Wie dieser mir gefallen hat, werde ich euch heute nicht erzählen. Es gibt nämlich heute mal wieder eine Folge Top 5 und 5 Fakten zu Chucky und am Schluss sage ich euch trotzdem nochmal, wie ich diesen Film fand. Erstmal Dankeschön an Capeline Pictures für dieses Rezensionsexemplar und kurz am Schluss sage ich euch nochmal, was da so drin ist und so weiter. Also viel Spaß! Ja, da kommen wir erstmal zu Fakt Nummer 1, nämlich der Regisseur Don Mancini, der Schöpfer der Figuren und des Franchises, ist an diesem Film nicht beteiligt gewesen und hat sich zusammen mit Alex Vincent, Christine Elise und Jennifer Tilly nicht für diesen Streifen interessiert. Wusstet ihr eigentlich, dass Child's Play am selben Tag veröffentlicht wurde wie Toy Story Alles hört auf kein Kommando? Ein weiterer Film über lebendiges Spielzeug eines Jungen namens Andy. Aber natürlich von Walt Disney. Deshalb auch die Anspielung auf den Charakter Andy und der Art von Chucky. Du bist mein allerbester Freund. Dann kommen wir zu Fakt Nummer 3. Den Horrorfilm, den die Kinder mit Chucky sehen, ist einfach nur The Texas Chainsaw Massacre Teil 2. Die vorgestellten Body Dolls sind Teil einer Reihe von Puppen. Produkten verbinden und diese steuern. Darf ich vorstellen, dein neuer bester Die ersten Buddies sind die menschlichen Puppen mit Chucky. Die zweite enthält die aktualisierten Buddy Puppen sowie die Buddy Bären. Ja, die so ein bisschen einigermaßen creepy waren. Aber im Original hießen diese eigentlich noch damals Good Guys. Chucky aber selbst ist eine Animatronics-Figur und so selbst gar kein CGI, was man viele vermuten. Nur auf die Augen wurden CGI gelegt für das rote Licht, um ihn böse erscheinen zu lassen. Dann kommen wir auch zu Fakt Nummer 5 und dem letzten Fakt hier in diesem Video. Irgendwann wird ein Spielzeugpolizeiauto aktiviert und sagt, tot oder lebendig. Du kommst mit mir. Dies ist einfach ein offensichtlicher Hinweis auf Robocop, der ja auch von Orion Pictures veröffentlicht wurde. Übrigens als Randfact, der Bodycount beträgt 11 Kills. So, das waren so 5 kurze, knackige Fakten, weil viele wissen diese einigermaßen überhaupt nicht, so wie ich das mal ein bisschen recherchiert oder selber, ich habe auch selber mir Sachen gefragt und ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache, dass man das euch mal so erzählen kann, ne? Ja, an sich ist der Film, geht ja ungefähr, ich muss selber gucken, 90 Minuten, stimmt, der war kurz und knackig, muss sagen, hat mich überrascht. Fand ich nicht schlecht und habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Im Kino habe ich ihn damals nicht gesehen. Habe es leider nicht geschafft gehabt. Und wie ihr sehen könnt, ist es halt so, dass diese Geschichte ja neu aufgerollt wurde. Da muss ich jetzt eigentlich gar nicht so weit reinspringen. Aber es ist nicht mehr mit der normalen Story, hat das nicht mehr viel zu tun. Klar dreht sich das um diese Chucky-Figur halt. Hier ist es eine Buddy-Figur. Und dass das dann halt so ein bisschen schon auf modern gemacht ist. Ja, und die Fakten habt ihr ja gehört. Und das fand ich schon sehr witzig. Auf jeden Fall ist das so böser und blutiger Horrorspaß, sagt TV-Movie. Ich muss sagen, blutig war es teilweise. Hätte noch sogar vielleicht ein Ticken blutiger oder slasher-mäßiger sein können, finde ich jetzt auf jeden Fall. Schauspielerisch geht das alles in Ordnung. Es ist sehr, sehr, sag ich mal, in die Richtung, viele Jungdarsteller waren dabei gewesen. Es war okay. Also, das konnte man sich anschauen. Extras hattet ihr, glaube ich, hier nicht viel drauf. Doch, jetzt habe ich das auch gar nicht stimmt. Ich hatte ja mal geguckt. Also ihr habt ja wirklich Audiokommentar drauf, diesen Buddy-Song, ne, Sing Along, den könnt ihr dann singen, Karaoke-mäßig. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Die Aufmachung ist auch nicht ganz cool gemacht mit den roten MRA. Könnt ihr nochmal gerne reinschauen, wie das so aussieht. Die ist natürlich schon im Handel erschienen. Bin ein bisschen spät dran. Aber ich würde diesen Chucky-Film schon eine 6,5 von 10 geben. Weil er mich gut unterhalten hat, auf jeden Fall. Ja, was sagt ihr dazu? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und würde ich sagen, Leute, ne, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da. Und bis dann und ciao und bäh.